Was hast du dir vorgenommen fürs Casting? Was willst du erreichen? Ich glaube, das, was jeder Teilnehmer will, gewinnen, abräumen. Hallo und herzlich willkommen zu Sport 1 The Next Rocky, einem der interessantesten und spannendsten Projekte im deutschen Boxen der letzten Jahre. Was genau haben wir gemacht? Wir haben einen Aufruf gestartet. Menschen durften sich bewerben mit einem kurzen Video, um uns zu zeigen, warum sie der neue Boxstar werden können. Über 150 Menschen haben davon Gebrauch gemacht. Wir haben erst mal 15 ausgewählt, die wir hier nach München ins Münchner Boxwerk eingeladen haben, um zu schauen, was sie wirklich schon auf dem Kasten haben. Dann wird weiter reduziert von 15 auf 8, von 8 auf 4. Und die letzten vier kämpfen dann bei Veranstaltungen von Team Sauerland live in Sport 1. Was passiert danach? Der Sieger der Next Rocky bekommt einen Profivertrag und wir werden ihn auch medial natürlich dementsprechend begleiten. Wir kriegen also einen neuen Boxstar. Und wie das genau passiert und was in den ersten 15 Kandidaten genau passiert, Sport 1, The Next Rocky beginnt jetzt. Ja, herzlich willkommen zum Live-Casting Sport 1 The Next Rocky. Das ist also das Thema, weswegen wir heute hier sind. Wichtig ist, das ist keine Freakshow. Wir wollen gucken, was ihr boxerisch drauf habt, wie ihr euch weiterentwickeln könnt, ob wir glauben im Team mit den Coaches, aber eben auch mit Graziano, ob wir da die Möglichkeit haben, euch weiterzuentwickeln, glauben, dass wir euch dahin bringen können, was unser Ziel ist, nämlich nicht nur den Next Rocky, sondern eben einen Boxer zu finden, der die Leute begeistern kann, der dann ja eben auch die Chance bekommt, bei uns bei den Sport 1 Boxsendungen mit dabei zu sein, live vor Publikum zu boxen. Das, denke ich, ist eine tolle Sache, was da möglich ist, und den Rest bestimmt ihr auch mit, was danach noch passieren kann und wohin der Weg gehen kann. Wenn man sich andere Castings zu dem Thema anschaut, glaube ich, ist das schon eine Sache, wo man ein bisschen feuchte Hände kriegen kann, weil da echt eine Menge möglich ist. Und wir schauen viel drauf, was ihr macht. Wir werden euch zwischendurch, wie gesagt, auch immer ein bisschen beobachten. Uns geht es um die Dinge, die wir glauben, was eben Boxen ausmacht. Wir haben vorhin schon ein bisschen auch reingehört. Viele von euch haben sich darüber unterhalten, was ist eigentlich der Wert des Boxens, der Wert des Kampfsports. Und all diese Dinge, die wir glauben, die am Ende wichtig sind, um eben rauszufinden, ob einer von euch oder mehrere von euch theoretisch das Zeug haben, The Next Rocky zu werden. Genau. In jedem Fall drücke ich jedem die Daumen. Ihr habt alle die gleichen Chancen. Wir freuen uns auf euch und ja, toi toi toi. Doch bevor es zur ersten Trainingseinheit geht, heißt es erst einmal kennenlernen. Ein lockeres Warm-up. Danach wird der Körper auf Herz und Nieren getestet, denn ohne das ärztliche Go auch kein The Next Rocky. Ich habe mal deine Tattoos. Meine Güte, da steht alles drauf. Wie viele Kämpfe hast du schon gemacht? So an die 23. 23? Was gebrochen, was gerissen? Schulter ausgekugelt. Schulter ausgekugelt. Wie ist das? Links oder rechts? Du weißt, dass du bei Allergien, wenn du was vom Kampf nimmst, musst du es sagen, weil ja, ja, klar, einiges als Doping gilt. Die Zähne zeigen auf. Sieht auch gut aus. Puls Anfang 50 oder manchmal unter 50 sogar. Gut trainiert. Ja, Graziano Rocchigiani nutzt die Zeit, das erste Abtasten, Vorfühlen. Die ersten Gespräche mit den 15 Kandidaten. Ich glaube, da werden ein paar sehr gute Leute unter den letzten Vieren sein. Und die werden auch viel Spaß machen als Zuschauer. Manche sind einen sympathisch, manche weniger. Aber das ist erstmal unwichtig. Jetzt soll festgestellt werden, wer der Beste von denen ist, die hier mitmachen. Und ja, persönliche Sachen sind im Prinzip noch gar nicht vorhanden. Ja, ich erwarte eigentlich nur eins, dass alle Themen, dass sie versuchen, ihr Bestes zu geben und ja, den Willen zeigen, weiterzukommen. Ein Unterkämpfer ist ein disziplinierter Mensch,
der die Sache ernst nimmt, der Vertrauen zu seinem Trainer hat, wenn er was drauf hat. Wir fordern ja nicht Wunder, sondern wir fordern, dass jeder, der hier mitmacht und die Chance kriegt, wirklich einen Vertrag zu kriegen bei Sport 1 und Sauerland. Ja, und das ist eigentlich der Platz her. Und wenn dann noch die Leistung stimmt, dann ist das optimal. Ich wollte halt hier mitmachen und ich bin Berufsboxer und habe mir gedacht, dass es einfach eine gute Chance ist, sich zu beweisen. Vorgenommen habe ich mir auf jeden Fall hier mitzunehmen, was ich mitnehmen kann. Erfahrungen sammeln, Leute kennenlernen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt natürlich. Mal gucken, wie es wird. Also ich glaube, wird cool. Die Leute sind cool, alle wird entspannt. Ich bin auf jeden Fall hochmotiviert. Mein Ziel ist natürlich, ganz weit zu kommen. Im Endeffekt dann live im Fernsehen zu boxen, das ist... Ja, geht nicht, das wäre mein großer Wunsch. Ich habe auf jeden Fall Wille, Biss, ich bin konditionsstark, ja, und ich schlage auch relativ viel. Und somit bin ich auch manchen Gegnern, die mir technisch überlegen sind, im Vorteil. Ich bin eigentlich gut vorbereitet. Wir hatten jetzt auch die letzten Wochen eine gute Sparringseinheit mit den Profis von uns gehabt. Ich will tolle Leute kennenlernen, auf jeden Fall ja, mein Netzwerk erweitern und am Ende als Sieger aus der Show herausgehen. Was ich erreichen will, natürlich Gas geben, meinen Körper einfach zeigen, was ich drauf habe, schauen, ob ich mit den anderen Jungs mithalten kann. Ein Aufgeben könnt ihr von mir nicht erwarten, auch wenn ich nur mit einem Bein zucke. Ich werde durchziehen, egal was kommt. Wir haben hier super Jungs, ich habe schon einige kennengelernt. Top-Leute, charakterlich und auch sportlich. Und wir werden einfach sehen, was es da gibt. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin so der klassische Boxer. So wie man das von früher kennt, mit früher an Schlaghand. Viel gerade, also sauberes Boxen. Aufregung ist auf jeden Fall mit dabei. Aber ich werde auch auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Das ist, worauf ich eigentlich wirklich richtig Bock habe. Es wird mir richtig Spaß machen. Mein Ziel ist schon, bis Finale zu kommen. Also ich will den Vertrag haben. Auf jeden Fall, ich denke, wie auch alle anderen, auch die Erfahrung sammeln. In den nächsten Tagen habe ich vor, mein Bestes zu geben und meine Ziele sind, hier als Sieger rauszugehen. Es sind sehr gute Leute da, also ich habe mit ein paar schon gequatscht und sind welche mit viel Erfahrung dabei und ja, was für ein Gefühl, ich gebe einfach alles und versuche das Ding hier zu machen. Das erste Kennenlernen ist vorbei. Das Training beginnt. Es wird hart. Den 15 Teilnehmern stehen harte Prüfungen bevor. Das alles in der nächsten Folge von Sport 1 The Next Rocky.